1. Mose 11. Habe eigentlich eine andere Botschaft, aber ich habe intensiv empfunden, dass ich euch das auch noch sagen soll. Okay? Betrifft jetzt vielleicht nicht jeden Einzelnen von uns hier, aber trotzdem, hör mal. Mir ist nämlich was aufgefallen. Im 1. Mose Kapitel 11, ziemlich am Ende des Kapitels, so Richtung Vers 27, da lebt ein Mann in Ur in Chaldäa. Und du denkst jetzt natürlich, ja, Abraham kennen wir. Nein, der Mann heißt Tara oder Terach, ja, wie die Hebräer sagen. Der heißt auf Deutsch übersetzt Trödler. Also ich mache es mal ganz frei, das heißt Trödler. Verweilen, Station, ja. So heißt, das ist das Wort Terach im Hebräischen, auf Deutsch übersetzt. Also Nomen ist manchmal Omen, ja. Manchmal spricht der Name Bände über den Charakter eines Menschen. Und so ist es jetzt hier auch. Was mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Dass es Tara war, der beschlossen hat, in Ur in Chaldäa die Zelte abzubrechen und nach Kanaan zu ziehen. Es war nicht Abraham. Da steht nicht, Abraham hat es gemacht, sondern Tara. Ich lese euch das mal vor. Ab Vers 27. Das ist die Geschlechterfolge Terachs, also ist in meiner neuen Übersetzung Terach. Der zeugte Abraham oder Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Tara im Land seiner Verwandtschaft in Ur in Chaldäa, der Stadt der Chaldäer. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen, das interessiert uns jetzt nicht. Und Vers 30, 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, Lot, und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarah, seine Schwiegertochter, und so weiter und so fort. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und die Jahre Tarachs betrugen, oder die Tage Tarachs betrugen 205 Jahre, und Tarach starb in Haran. Okay, offensichtlich ist Folgendes passiert. Gott hat nicht nur zu Abraham gesprochen, sondern auch zu seinem Vater Terach. Terach, geh nach Kanaan. Es ist immer gut, von Gott zu hören. Stimmt's? Und es ist dann noch besser, das zu tun, was Gott zu dir sagt. Also es ist mindestens genauso. Es ist mindestens genauso wichtig. Jetzt ist es so, dass der Mann drei Söhne hat. Abraham, Nahor und Haran. Abraham ist der Älteste, der ist ein wenig langsam. Wissen wir, ja. Hat ja ewig gedauert, bis er ein Vater wurde. Oder konnte nichts dafür, ist jetzt mal egal. Der Nahor, der ist etwas sehr geschäftstüchtig. Und dann noch der Haran, der Jüngste. Der Harani. Das ist der Liebling des Vaters gewesen. Ja? Einfach ein super Typ und knuddelig und überhaupt ganz, ganz der Baba. Nur blöd war es dann, dass Haran in Ur in Chaldäa starb. Und er ist natürlich dem Tara ist das Leben zusammengebrochen. Das war eine große Lebenskrise. Was will ich, was soll ich und so. Und so in dieser Lebenskrise spricht jetzt Gott zu ihm und sagt zu ihm, hör mal zu, du bist fertig in Ur in Chaldäa. Geh aus dieser Stadt, in der dein Sohn starb, und geh in ein neues Land. Schau nach vorne, nicht nach hinten. Schau nicht auf diesen Todesfall, sondern orientiere dich um. Ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Leg los und geh nach Kanaan. Und Tara macht es. Abraham hört auch von Gott und so weiter. Der ist mir heute Morgen nicht so wichtig. Terach, der Vater, ist mir jetzt wichtig. So, jetzt ziehen sie also los. Karawane, ja, macht sich auf den Weg. Die Esel sind gesattelt. So zuckeln sie also da rüber Richtung Kanaan. Sie gehen aber nicht direkt durch die Wüste. Natürlich nicht. Wir sind ja nicht blöd, ja. Sondern die gehen den Euphrat entlang. Nach Nordwesten, 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 Nordwesten. Bis sie in der Gegend des Berges Ararat ankommen, in der heutigen Osttürkei, wo gerade wieder Krieg herrscht, wie eigentlich schon seit vielen hundert Jahren. Und dort sind sie dann. Und dort sagt dann der Vater Tara, ach, hier ist es gut, hier sind die Weiden saftig, hier laufen die Geschäfte gut. Wir bleiben jetzt hier zunächst einmal. Wir gehen natürlich weiter nach Kanaan, wenn die Zeit reif ist. Aber jetzt gründen wir hier einen Ort. Da hat er sich gedacht, wie nenne ich diesen Ort? Da hat er sich überlegt, diesen Ort nenne ich nach meinem Sohn Haran. Genau. Also wir sehen, dass der Tara zwar rein äußerlich sein altes Umfeld verlassen hat, aber innerlich war er immer noch in diesem Umfeld gefangen. Könnt ihr das sehen?
Anstatt den Todesfall von damals und die Lebenskrise von damals zu vergessen, macht er hier nicht in Kanaan wohlgemerkt, wo der Herr ihn hingeschickt hat, sondern auf dem halben Weg oder auf dem dreiviertelten Weg. Genau genommen eigentlich auf dem vierfünftelten Weg gründet er eine Ortschaft namens Haran. Und da gefällt es ihm jetzt. Und er will auch gar nicht mehr weg, weil die Ortschaft, die heißt ja schon wie sein Sohn. Versteht ihr? Da ist sein Herz. Und dann denkt er, wie schön es war, als Haran noch auf der Welt war und dass Abraham so langsam ist und dass Nahor so geschäftstüchtig ist. Gut, ist jetzt nicht schlecht, dass er geschäftstüchtig ist, weil so kommen sie zu was, ja. Und Abraham hält die Flamme des Glaubens hoch und es ist ja alles prima. Und ab und zu denkt er dran, Mensch, der Herr hat mir doch aufgetragen, ich soll nach Kanaan gehen. Aber wisst ihr, was er macht? Er geht nicht nach Kanaan. Er bleibt kurz vor Kanaan stecken. Der Name war Programm, Trödler. Es gibt viel zu viele Christen, denen es genauso geht und die in derselben Situation sind. Ja? Die kommen über ein tragisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit nicht weg, wie jetzt bei dem der tote Sohn ist. Und das ist was Dramatisches. Ich meine, wenn dein Kind stirbt, ja, viel lieber stirbst du als dein Kind. Ja? Deine ganze Hoffnung und so weiter, die ganze Zukunft, die steckt in deinem Kind. Und jetzt stirbt dieses Kind da. So, natürlich trifft dich das, aber wir halten mal fest, Gott hat zu ihm gesagt, lass Ur in Chaldäa, lass das Grab Harans und zieh los in ein neues Land, das ich dir zeige. Ja. Abraham ist ja auch dabei, ich meine, es war ja eine Glaubensgemeinschaft hier, die waren ja nicht so Einzelkämpfer, sondern die ganze Familie, es war ein Clan, ja, ein nahöstlicher Clan, der mal richtig gut drauf war, ja, die dem Herrn nachgefolgt sind und so weiter und nicht irgendjemandem anderem, so war schon nicht schlecht. Aber jetzt bleibt der Mann da stecken. Er kommt über den Tod des Sohnes nicht weg. Er lebt in der Vergangenheit. Hör mal, wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, jeder von uns hat seinen Kanaan, ist euch das bewusst? Du hast eine Aufgabe von Gott, ich habe eine Aufgabe von Gott. Wir müssen unser Kanaan in Besitz nehmen. Wir müssen hingehen an dieses Kanaan und dann müssen wir dieses Kanaan einnehmen. Wir sollen nicht Ortschaften 100 Kilometer vor Kanaan gründen, sondern wir sollen Kanaan einnehmen. Mit ein bisschen Kampf, auf den kommen wir jetzt da noch zu sprechen. Ja. Aber wir dürfen nicht vorher stecken bleiben. Denn der Segen ist nicht in Haran, der Segen ist in Kanaan. Sagen wir mal Amen. Und auch dein Segen ist nicht in Haran, sondern dein Segen ist in Kanaan. Schon im Philipperbrief Kapitel 3, so Vers 13. Da sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist. Und schau auf das, was vorne ist. Konzentriere mich auf das, was vorne ist. Ich strecke mich aus nach der Berufung Gottes nach oben, sagt er da. Nach dem Lohn, nach der Belohnung, ja. Denn schau, es ist so, wenn du Gottes Willen tust, dann belohnt er dich dafür. Wenn du bis 5 Kilometer vor den Willen Gottes gehst und dort kampierst und den Willen Gottes nicht tust, weißt du, was dann ist? Kein Segen da. Ja gut, ich meine, Erhaltung, Segen und so weiter ist schon da. Ich meine, wir erinnern uns an die Israeliten, die sind in der Wüste herumgezogen. Gott hat sie übernatürlich versorgt, er hat ihnen Manna jeden Morgen gegeben. Ja, Manna, die hatten Manna, jeden Tag dasselbe. Ist doch super, oder? Klingt doch prima. Jeden Tag dasselbe. Klingt nicht so gut, auch gut. Aber zumindest sind sie nicht verhungert, halten wir mal fest. Er hat ihnen Wasser gegeben und eine Feuersäule in der Nacht so als Heizung, Heizpilz, göttlicher Heizpilz, ja, und eine Wolkendecke, beziehungsweise halt die Wolkensäule am Tag, die hat die Sonne gefiltert. Es war also nicht so schlecht in der Wüste. Man hat es ausgehalten, ja. Es war, man konnte sich dran gewöhnen. Es war zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Es hat immer einen gewissen Hunger behalten, so ähnlich wie Hartz IV, ja. Es ist, du hättest gern mehr und würdest gern mehr haben und protestierst auch treu und brav, wenn die Gelegenheit ist, ja, Erhöhungen dieses Satzes und so weiter. Aber jetzt hör mal zu, der Plan Gottes ist nicht, dass du ewig von der Stütze lebst, von der Armenhilfe des Staates, sondern du sollst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen und sollst dann den Willen Gottes tun. Und der Wille Gottes ist nicht die Hand aufhalten die ganze Zeit. Ja, gut, ich habe mir schon gedacht. Na, es gibt Prediger, zumindest Leute, die zum Predigtdienst berufen sind. Aber die sind mit jenem beschäftigt und mit noch was und mit diesem und mit noch was. Und sind nie kühn genug, dass sie mal Versammlungen ansetzen und an jedem Sonntag predigen irgendwo. Was meinst du, wie diese Gemeinde hier entstanden ist? Ja, da hat es einen gegeben, zusammen mit seiner Frau, der einen Frühstücksraum in einem Hotel gemietet hat. Na, für total übertriebenen Preis, 100 Mark seiner Zeit, damit sie uns in Ruhe lassen.
damit wir, wenn wir laut sind und so weiter, uns nicht rausschmeißen. Weil wenn wir singen, dann sind wir ja laut. Wir hatten heute eine Lobpreisband mit 7 Leuten, ja, verstärkt noch dazu. Damals haben wir nicht so verstärkt gespielt, das wäre übertrieben gewesen. Ne? Manchmal haben wir die Leute, die da noch gefrühstückt haben, höflich eingeladen, zu bleiben, wenn sie wollen, weil wir fangen jetzt an, während wir ihren Kaffee weggetragen haben. Na, aber wir sind jeden Sonntag dran geblieben. Wir haben uns jeden Sonntag getroffen und dann ist es langsam, aber sicher gewachsen, preis dem Herrn, bis wir jetzt heute hier sitzen. Ja? War nicht unbedingt das Leichteste. Als ich begonnen habe hier, habe ich eine Gehaltseinbuße zunächst gehabt von 25% für die nächsten 7 oder 8 Jahre. Aber ich sage euch mal was. Wisst ihr, was dann passiert ist? Lohnerhöhung. Ja, Lohnerhöhung. Ich sage nur ein Wort, Lohnerhöhung. Wisst ihr, was dieses Jahr wieder war? Lohnerhöhung, weißt du. Ja, meine Frau und ich, wir enthalten uns da, wenn die anderen abstimmen. Ja, aber wir wehren uns nicht, genau. Ja. Ja, es ist gut. Mittlerweile geht es echt besser als damals. Damals hast du dir schon gedacht, Mann, hey, puh. Aber mittlerweile denke ich mir, Mann, hey, puh. Ist halt so. Also manchmal musst du da dranbleiben. Kein Mensch sagt, dass es zum Beispiel eine Firma zu gründen leicht ist, ja. Oder eine Gemeinde gründen oder sonst was. Oder ein Buch schreiben, hör mal zu. Oder wo, was halt der Herr für dich hat. Ich komme auf Buchschreiben deswegen. In meiner Jugend gab es einen Schreiber, das heißt, der war da schon 200 Jahre tot oder 150. Aber der war immer noch populär. Lederstrumpf, wer kennt das? James Fenimore Cooper, wer kennt Lederstrumpf? Hoch die Hand. Ja, die Eltern unter uns, die kennen das noch, ne? Genau. Chingachgook, wer kennt Chingachgook? Na, also, wer sagt's denn? In den 70er Jahren gab es also diese Sendung und wir haben dann alle Bücher gelesen. Und ich hab festgestellt, dass dieser James Fenimore Cooper, dass das kein professioneller Schreiber jetzt war, sondern der hat zu seiner Zeit 1790 oder wann er immer das geschrieben hat, oder 1820, lege ich mir jetzt nicht fest, ja. Auf jeden Fall hat er das gelesen, hat er einen Western gelesen oder halt, was man damals als Roman verstanden hat. Gebrauchsliteratur, ja. Hat gelesen, hat sich gedacht, so ein Quatsch. Hat weitergelesen, hat sich gedacht, so ein Schmarrn, hat das Buch genommen und in die Ecke gehauen. Hat sich gesagt, ich kann das besser. Ich kann es mindestens genauso gut. Wenn sich so Zeugs verkauft, dann kann ich das auch. Er hat sich hingeschrieben und Lederstrumpf geschrieben, was wir 150 Jahre später im Fernsehen geschaut haben. Also er konnte es tatsächlich besser. Und wenn du das mal liest, ein Schmarrn. Ein Quatsch. Ich behaupte, ich kann das genauso gut. Ich meine, allein wenn der seine Indianer durch die Wildnis scheucht, ja, dann kommt der Lederstrumpf hinterher. Ne, der sieht dann, oh ja, hier sind sie entlang gegangen. Woran sieht er das? Da sind Äste abgeknickt. Hey, hallo, warst schon mal im Wald? Bist schon mal durch den Wald gegangen? Ich mache das gern, mir gefällt es. Ja, ich schleiche da zu Tages- und Nachtzeiten, wann alle anderen schlafen und so, düse ich durch den Wald, manchmal, nicht immer natürlich. Wisst ihr, wie viele abgebrochene Zweige ich gefunden habe? Also wenn da ein anderer vor mir gegangen ist. Null! Wisst ihr warum? Weil Zweige sich biegen. Die sind biegsam. Ja. Es ist voll der Quatsch. Und das hat sich verkauft. 1000 Mal, noch öfter. Nun gut, naja, ist egal. Was ich sagen will, ist Folgendes. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß ganz genau, was ich sagen will. Ja. Folgendes, wenn der Herr dir eine Aufgabe gibt, wenn der Herr dir ein Talent gibt, wenn der Herr dir ein Kanaan anweist, ja, zu dir sagt, jetzt lass doch mal dein altes Leben sein. Du änderst nichts mehr. Ja, du bist gefeuert worden. Du kommst aus dem Knast. Ne? Diese Ehe ist kaputt oder was, oder sie hat dich verlassen oder Ehe, was auch immer. Was immer der tote Haran in deiner Vergangenheit ist. Vergiss diesen toten Haran und konzentriere dich auf die Zukunft. Dann hör mal zu. Du kannst die Vergangenheit nicht beeinflussen, aber die Zukunft, die kannst du sehr wohl beeinflussen. Ja. Gott sagt zu dir, kannst du in den Sprüchen nachlesen, gleich in den ersten Versen, in den ersten Kapiteln. Ne? Das Leben eines Gerechten ist, steigt auf wie die Sonne, wie die helle Tageslicht. Ja? Auf bis zur Mittagshöhe. Und dann geht es nicht mehr, und dann geht es wieder runter, steht da nicht. Sondern es geht immer nur höher, und wenn du dann ganz oben bist, ja, dann geht es weiter, weil du nämlich zum Herrn gegangen bist. Halleluja. Und dann hast du wieder eine neue Sonne, ein neues Leben, das da aufgeht. So, wir halten es also mal ganz, ganz dringend fest. Wenn du in der Vergangenheit lebst, wenn du nicht in die Gänge kommst, ja,
oder auch wenn du ein halber Christ bist, hör mal zu, sowas gibt es ja auch. Leute, die gehen an Weihnachten und an Ostern in Gottesdienst einmal. Ich sag mal, der Herr steht wahrscheinlich vom Thron auf und klatscht, wenn er dich sieht. Ja, ich war nämlich neulich, saß mit jemandem zusammen, ne, und habe mir dann erzählt, wie das war letzten Weihnachten in der Kirche, weil sie ja mitgekriegt hat, ich bin Pastor. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, Mensch, gute Frau. Aber was willst du machen? So, was ich sagen will ist, wenn du Christ bist, wenn du schon mal Jesus eingeladen hast in dein Leben, hör mal zu, er will für dich nicht nur einfach Lebensversicherung sein, er will nicht einfach nur, dass du halt sagst, ja, jetzt bin ich Christ, jetzt ist super, jetzt kann ich weiterleben wie die Welt. Ja? Nein, du verstehst da was falsch. Du bist jetzt unterwegs in deinen Kanaan. Du sagst jetzt, Kanaan, was ist mein Kanaan? Ich mach's mal ganz einfach. Geistlich ist dein Kanaan der Bereich, in dem Gott deine Gebete erhört. Das Land der Gebetserhörungen ist Kanaan für dich. Du siehst deine Verheißung Gottes, du erfasst sie, ergreifst sie, glaubst sie und reibst dem Herrn, wie Luther gesagt hat, ja, reibst dem Herrn mit seinen Verheißungen die Ohren, bis sich diese Verheißung in deinem Leben manifestiert. Das ist dein Kanaan. Dein Kanaan ist nicht der Himmel, ja, sondern dein Kanaan sind die Gebetserhörungen hier unten auf der Erde. Bist du mit den Gebetserhörungen schon zufrieden, dann kannst du eigentlich heimgehen heute. Wenn du aber sagst, naja, da ging noch ein bisschen mehr, dann musst du gut zuhören. Du musst ganze Sache machen mit Gott, nicht halbe Sache. Nahe dich Gott und er naht sich zu dir. Wenn du immer so 5 Kilometer vorher campst oder 200 Meter weiter, Kilometer weiter, ja, dann wird sich da nichts tun bei dir. Dann wirst du sagen, ja schon, aber hey, hör mal zu. Jesus sagt zur Gemeinde in Laodicea, sieh, ich klopfe an und ich, wenn du aufmachst, dann esse ich mit dir. Aber er sagt, bevor er das sagt, sagt er immer, du bist weder heiß noch kalt, aber weil du lauwarm bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Sehr appetitlich, ne, was Jesus da sagt. Er sagt jetzt nicht, ich werde dich ausspeien, hineinspeien in die Hölle oder so. Aber zumindest wirst du mit ihm keine dramatischen Erlebnisse haben. Das ist eigentlich schade, weil der Herr möchte sie mit dir haben. Als dann der Tara tot war, ich sage fast endlich tot war, hat Gott zu seinem Sohn gesprochen, gleich in Kapitel 12. Ja? Wir haben gerade den letzten Vers von Kapitel 11 gelesen, der erste Vers von Kapitel 12. Tara ist tot und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, dem Haus deines Vaters, ja, weil die in der Vergangenheit leben, weil die andere Interessen haben als du und ich, und in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann mache ich dich zu einer großen Nation und so weiter. Das sagt er zu einem Mann, der eine Frau hat, die unfruchtbar ist. Also er packt ihn dort, wo er verwundbar ist oder wo er ansprechbar ist. Er spricht zum Herzen Abrahams. Merkt ihr das? Abraham möchte gerne ein Kind haben, hat aber keins. Seine Frau ist unfruchtbar. Und es sagt Gott zu ihm, geh dorthin, wo ich dich hinschicke und dann wirst du Nachkommen in die Welt setzen. Die werden so viele sein, unzählbar. Abraham sagt, wann geht's los? So kann es sein, dass der Herr auch zu dir kommt. Ja? Du hast irgendwie ein starkes Bedürfnis in deinem Leben, das nicht befriedigt ist, und dann kommt der Herr und gibt dir eine Aufgabe in diese Richtung. Finde ich gut. Gott verbindet hier das Unangenehme mit dem Nützlichen. Okay, und dann zieht er los. Ja? Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und dann kannst du weiterlesen. Als er dann runterzieht nach Kanaan hinein, bis ungefähr in die Mitte des Landes, zur Terebinte More zwischen Sichem, bei Sichem und so weiter, Vers 7, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Schau, er macht, was Gott zu ihm gesagt hat, und das nächste ist, Gott erscheint ihm und spricht zu ihm und gibt ihm neue Aufträge. Wenn du das machst, was Gott dir aufträgt, dann kommt der Herr zu dir, wenn es notwendig ist. Dann führt er dich in eine tiefere Beziehung mit sich hinein. Und das ist es allemal wert. Das ist alle Anstrengung wert, meine Damen und Herren. Du sagst, ja, ich bin lieber in Haran, da ist das Gras grün, die Schafe sind fett. Geh nach Kanaan, da ist das Gras vielleicht nicht immer grün, aber da ist der Herr und da ist es dann richtig fett mit dem Herrn. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber die Geschichte Abrahams, die kennen wir ja mittlerweile ein wenig. Ja, falls du sie nicht kennst, ich habe da eine Broschüre darüber geschrieben. Ich habe neulich Teil 5 veröffentlicht, vorgestern oder wann es war.
am Donnerstag, da ging es um Isaac und Rebekka, vorher ging es um Abraham und Sarah. Ja, heißt einfach Bibelkommentar, kannst du bei Amazon googeln oder Amazonen ja, und dann siehst du das, kostet 1 Euro, allerdings nur digital zurzeit. Wenn ich mit den Gestalten aus Genesis fertig bin, aus dem 1. Mose, dann machen wir dann ein richtiges Buch draus und das verkaufen wir dann im Bücherladen. Okay, nun gut, preis dem Herrn. Also, Abraham geht nach Kanaan, soll er machen, dann geht er und dort erscheint ihm der Herr, er bekommt größere Gotteserkenntnis, größere Vollmacht im Gebet und größeren Segen. Okay, gut. Und jetzt muss ich zu meiner eigentlichen Botschaft gehen.